Neues von Knoppix. Ja. Knoppix als Live-System hat den Vorteil, dass es nicht an irgendeinen Desktop-PC gebunden ist, sondern sich auch flexibel weiterentwickeln kann. Auch da habe ich die Freiheit, Programme nach Bedarf auszutauschen, alte Sachen rauszuschmeißen, neue Sachen wieder einzufügen und so in Richtung Mobile Computing, Kryptographie und Networking, Cloud Computing zu gehen. Das ist also für mich auch zum Lernen ganz praktisch, um immer so ein bisschen up-to-date zu sein. Das kann man mit einem Open-Source-System hier wunderbar machen, selber was lernen. Ich selber lerne auch durch die Knoppix-Tage sehr, sehr viel Neues. Ja, ich habe auf dem OCC auch unheimlich viel Neues gelernt von den Kindern, wie die Computer bedienen, was die erwarten von dem Betriebssystem, wie die den Erstkontakt zu Computern knüpfen, und diese Dinge fließen dann in Knoppix und andere Distributionen mit ein. Gut, was ist neu? Die öffentliche Version 7.4.0, die hat noch den Kernel 3.15. Ja, eine Woche später kam dann schon der 3.16 heraus und dachte ich, prima, den können wir jetzt auf den Knoppix-Tagen mal als allererstes ausprobieren. Ja, also ganz brandneuer Kernel, sicherlich ein paar Fehlerchen drin, die eine oder andere Grafikkarte funktioniert nicht und so. Ist zumindest zu erwarten, deswegen wir als innovative Teilnehmer können auch mal gucken, was läuft und was nicht. Und einen Bug haben mir die Jungs von Desktop for Education schon gezeigt. Das war mit dem Terminal-Server, der hat einige Modul-Dependencies nicht richtig drin. Ja, also der Terminal-Server sorgt dafür, dass man mit einem USB-Stick die ganze Klasse unter Linux laufen lassen kann über einen PXE-Broadcast. Da gibt es einen kleinen Bug drin, nicht alle Netzwerkkarten werden dort funktionieren. Ja, diese Erfahrung sammle ich auf solchen Veranstaltungen und baue die dann fehlerbereinigt in die nächste Version rein. Also aktuelle Hardware-Unterstützung dank Kernel 3.16. Da soll einige neue NVIDIA- und ATI-Karten unterstützen. Und ja, diese Edition hat einmal einen 32-Bit-Kernel und einen 64-Bit-Kernel. Ja, alle fahren im Moment so auf 64-Bit ab, weil es angeblich schneller ist und besser und so. In Wirklichkeit sind die Programme nur größer, weil sie halt mehr Bits haben pro Instruktion. Laufen nicht unbedingt schneller, weil das Nadelöhr ist gar nicht mehr die CPU, wie das früher mal war, sondern eigentlich Festplatte, Durchsatz durch die Hardware und die ja, langsame Bedienung per Keyboard, Maus oder Touchscreen. Der 64-Bit-Kernel lohnt sich dann, wenn man viel RAM hat, weil die 32-Bit-CPU maximal 4 GB adressieren kann, wovon man nur 3 wirklich benutzen kann. Der Rest ist dann reserviert für Interna. Und mit einem 64-Bit-Kernel kann ich unglaublich viel Speicher, also terabyteweise Hauptspeicher adressieren, und dafür lohnt sich das. Und diese Version ab der 7.4 schaltet automatisch auf den 64-Bit-Kernel um, wenn beim Start eine 64-Bit-CPU erkannt wird. Ja, falls es falsch erkannt werden sollte, den Fall hatten wir noch nicht, aber falls es vorkommt, kann man mit der Boot-Option Knoppix wieder auf 32-Bit umschalten, beziehungsweise mit Knoppix 64 auf den 64-Bit-Kernel. Die Programme sind alle in 32-Bit drauf, damit laufen sie auf allen Plattformen, sowohl den 32- als auch den 64-Bit-Plattformen. Und wie gesagt, Geschwindigkeitsverlust gibt es da eigentlich keinen. Jo, also die Umschaltung zwischen den beiden Kernels ist automatisch. Der X-Server ist aktualisiert worden auf die neueste Version XORG 7.7, XORG Core 1.16.0, libdrm 2.4.54. Das ist also für die Hardwarebeschleunigung notwendig. Und erkennt auch automatisch Kernel-Mode-Settings und das Direct-Interface, um direkt auf die Grafikkarten-Hardware zuzugreifen. Falls das mal schief gehen sollte mit dem 3D-Desktop, dann lässt sich das mit Node3D umgehen. Oder falls eine Karte geblacklistet ist, die bekannt ist, dass sie mit 3D Probleme macht, dann kann man versuchen, sie trotzdem mit 3D zu benutzen, mit Boot-Option Knoppix 3D. Ja, und wofür braucht man diese beschleunigte Grafik? Das hatten wir auch auf dem OCC. Das eine ist so eine praktische Sache wie die Bildschirmlupe. Die ist nicht nur für Sehbehinderte gut, sondern auch, wenn man als Lehrer am Bildschirm was zeigen will und die Schrift ist halt so furchtbar klein bei den Icons. Damit kann man sehr schön vergrößern. Das ist also eine Ausschnittsvergrößerung. Es gibt auch eine Vollbildvergrößerung. Ja. Der Würfel ist ganz praktisch, wenn man auf jeder Würfelseite Programme unterbringen kann und so die Übersicht behalten kann, was gerade wo läuft. Ja, ist also nicht nur reine Spielerei. Was gibt es noch? Ja, als Lehrer habe ich oft das Problem, wenn ich irgendwas auf dem Bildschirm ja, oder herausstellen will,
Laserpointer, da gibt es die praktischere Variante, wo man auf dem Bildschirm zeichnen kann. Ja, oder die etwas spektakulärere Variante, wenn die Schüler mal wieder eingeschlafen sind, dann kann man den Bildschirm auch unter Feuer setzen und damit was markieren. Ja, genau, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, und ja gut, wenn es Feuer gibt, gibt es natürlich auch Wasser. Ja, das sind so kleine Spezialeffekte, die manchmal ganz lustig sind. Der sinnloseste Effekt von allen, den ich bisher gesehen habe, ist der Harry Potter-Effekt. Der ist auch standardmäßig nicht eingeschaltet, sondern den muss man erst in den Einstellungen, also unter Einstellungen, Compits, Config, Einstellungsmanager, manuell aktivieren. Der heißt Wizard. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wozu der gut sein soll. Ja, aber schaut's mal. Hübsch bunt ist er schon. Ja, also die Fensterrahmen sprühen Funken, der Mauspointer wird zum Zauberstab, vielleicht kann man da auch noch Sprüche zwischendrin aufsagen oder so. Ob das was bewirkt? Ja, genau den gleichen Tastendruck, den man zum Auslösen benutzt hat, einfach nochmal. Ja. Und die Tastendrücke, das habe ich jetzt zum OCC mal aufgeschrieben, befindet sich in den Compits Tipps OCC 2014. Ja, das sind alles Effekte, wo die Schüler auch nachgefragt haben. Ja, Vollvergrößerung, Mauslupe, Würfeldrehen, Übersicht über alle offenen Fenster. Geht man mit der Maus in die rechte obere Ecke und sieht live, was in den ganzen Fenstern auf dem Bildschirm passiert. Ja, das Fenster, auf das man klickt, kommt dann wieder nach vorne. Ja, und falls irgendwas schief geht beim Einstellen oder beim Konfigurieren oder falls Compits sich irgendwo aufhängen sollte, sollte nicht so oft vorkommen mit der neuen Version, kann man Compits auch neu starten über das Menü, Knoppix, 3D Window Manager, Compits neu starten. Und wenn gar nichts mehr hilft, wenn alles stehen geblieben und eingefroren ist, das kommt eigentlich nur bei 3D-Spielen vor, wenn die sich beenden, dann setzen die manchmal die Grafikkarte außer Gefecht, da hilft dann Steuerung Alt und Backspace, das macht ein Reset von dem grafischen Desktop. Ja, macht also quasi einen Warmstart von der grafischen Oberfläche. Ja, das ist noch nicht die ganz vollständige Version. Also es mit dem auf dem Bildschirm zeichnen, das geht mit der Supertaste, also diesem zerbrochenen Fenster links auf der Tastatur und der Alt-Taste. Ja, und dann kann man mit der Maus zeichnen. Die Mauslupe geht mit der Supertaste und M. Das mit dem Feuer, Supertaste und Shift, Maustaste und zum Wiederlöschen die Taste C wie Clear. Und bei dem einfachen Zeichnen Windows-Taste Alt und K für Kill. So, die Übersicht werde ich dann nochmal vervollständigen. Ich sehe gerade, da fehlen die ganzen auf dem Bildschirm Schreibfunktionen, die sollten natürlich auch noch alle mit rein. Die ergänze ich dann noch im Laufe unserer 3 Tage. Ja, die Compits-Version, die ist neu. Debian oder der Debian-Maintainer von dem Compits-Paket war der Meinung, das wird nicht mehr weiterentwickelt, weil wir hatten eine stabile Version 0.8 seit 3 Jahren und da hat sich eigentlich nichts mehr dran geändert. Der hat aber übersehen, dass Compits bei Ubuntu weiterentwickelt wird und ist nicht auf die Launchpad-Seite gegangen. Ich habe den vor 3 Monaten angeschrieben, er hat es noch nicht probiert. Also bisher ist Knoppix die einzige Linux-Distribution, die das neue Compits 0.9.11 mit drauf hat. Insofern kann ich da auch etwas Erfahrungen sammeln, wie stabil das jetzt ist und auch die neuen Features, die dazugekommen sind. Was nicht gut funktioniert, das würde ich abgeschaltet lassen, ist das Features, wo man Fenster drehen kann, so auf die Rückseite und quer und verknoten und so. Das funktioniert noch nicht stabil, aber das brauchen wir auch nicht im normalen Betrieb. Sven, du hattest eine Frage? Nein,
die Version davon von dem Compass ist wirklich 0911? Ja. Ist das so ein 9-11-Effekt? Jetzt, wo du es sagst, nee. Ich glaube nicht. Es gibt auch keinen Spezialeffekt in dieser Richtung, der da drin wäre. Die ganz neue Entwicklerversion ist die 0.9.12. Ich glaube, das mit dem 0911.1, das war einfach Zufall. Ja, also ich glaube nicht, dass man bei Versionsnummern auf sowas achten muss oder sollte. Sonst können wir kein knoppig 7.13 machen oder so, weil einige abergläubisch sind oder müssen in Hexadezimal weiterzählen. Also ja, auf Versionsnummern gebe ich sowieso nicht allzu viel. Ja, generell in den Compiz-Config-Einstellungen, die im Menü Einstellungen, Compiz-Configuration-Manager sind, da findet man auch selber die ganzen Hotkeys raus, die man drücken kann für verschiedene Effekte. Wenn man zum Beispiel den sucht, wie kann ich jetzt dieses auf den Bildschirm zeichnen wieder rückgängig machen. Ja, wollen wir es auf den Bildschirm zeichnen, da ist es. Klicke ich da drauf und hier findet man dann raus, wie die ganzen Hotkeys sind. Ja, Alt, Super, Button 1, ja, also die Alt-Taste, die Windows-Taste und der erste Mausknopf ist zum Zeichnen und wieder rückgängig machen oder den Bildschirm leeren, Alt, Super und die Taste K. Also wenn man es nicht weiß, kann man es hier in den Einstellungen nachgucken und wenn einem die Hotkeys nicht gefallen, kann man die auch jederzeit ändern. Für jeden Effekt kann man die Farben ändern, die Hotkeys ändern und sonstige Auslöser. Ich habe es zum Beispiel auch bei Touchscreens ganz gern, dass man diesen Würfelrotationseffekt nicht auf Steuerung und Alt legt, das lässt sich auf dem Touchscreen sehr schwer drücken, sondern einfach auf die linke Seite des Würfels, sodass man dann am Würfel selber anfassen und drehen kann. Dann funktioniert das auch ohne Tastatur. Das wäre bei Würfel drehen. Wo ist es? Ja, es gibt sehr viele Effekte. Da ist es. Würfel drehen. Genau, an den Rand wechseln. Bindings. Würfel rotieren. Voreingestellt, Steuerung Alt, Button 1. Ne, dann nehme ich lieber den linken Rand. Also erstmal alles weg. Linken Rand und die Tasten aus. Ja, und ab jetzt kann ich mit der Maus einfach links anfassen und den Würfel drehen. Das ist dann auch Touchscreen geeignet. Gut, das ist also auch bei den Highlights mit dabei. Compiz 0.9.11.1. Die neueste Version aus dem Compiz Entwicklerteam, die jetzt auf dem Ubuntu Launchpad vorhanden ist und nicht mehr unter compiz.org zu finden ist. Es sind im Moment nur Pakete für Knoppix da. Debian folgt dann vielleicht irgendwann, wenn der Maintainer dort das wieder übernehmen möchte. Ja, einige von euch haben vielleicht mitgekriegt, Debian und andere Distributionen wechseln von sys5init auf systemd. Sys5init war das Ding, was den Rechner hochgefahren und auch den Shutdown gemacht hat. Also diese klassischen Befehle init, Shutdown, Reboot. Ja, das wird ersetzt durch ein neues Verfahren namens systemd, soll für Systemdämon stehen und der soll sich um alles kümmern, was irgendwie mit dem Betriebssystem und mit dem Rechner zu tun hat. Nicht nur um das Hoch- und Runterfahren, sondern auch um das Drücken von Hotkeys, um das Power-Management, übernimmt also auch Funktionen vom ACPID. Was noch? Ja, Permission-Management, also Console-Kit wird dadurch teilweise ersetzt. UDEV wird behandelt, also macht ziemlich viel oder mischt sich, sagen wir mal so, ziemlich viel in das System ein. Gefällt vielen, die bisher Distributionen gebaut haben, nicht, mir auch nicht so wirklich. Ich habe eigentlich in Knoppix nur ein einziges Skript, was durchläuft und die Hardware-Erkennung macht und der Systemd schießt da etwas quer. Deswegen habe ich den nur teilweise installiert und einige Komponenten durch sys5init ersetzt. Es braucht jetzt ein bisschen mehr RAM, also so ca. 5 MB. Mehr, aber die klassischen Kommandos mit Shutdown, Reboot und so weiter funktionieren weiter und auch die Init-Skripte funktionieren und trotzdem sind Programme wie der Network Manager glücklich und finden die Sachen, die sie brauchen.
jetzt also eine erste Teilumstellung und das wird wohl später komplett auf Systemd laufen und auch da werde ich dann die Skripte so anpassen müssen, dass es nach wie vor mit einem einzigen Startskript läuft. Das habe ich ganz gerne so. LibreOffice 4.3.0 ist mit dabei, inklusive dem praktischen PDF-Import- und Export-Plugin, wo man in PDFs LibreOffice-Dokumente einbetten kann, sodass man mit dem Acrobat-Reader das PDF lesen kann und mit OpenOffice direkt aus dem PDF wieder die Original-LibreOffice-Datei extrahieren kann. Ja, sehr praktisches Feature. Dadurch braucht man nur noch eine Datei zu speichern und seinen Schülern zu geben und kann diese Datei trotzdem direkt weiter bearbeiten. GIMP 2.8.10, also das Photoshop-ähnliche Grafikprogramm, ist dabei. Und die beiden Webbrowser Chromium und Firefox in der, naja, vor ein paar Wochen aktuellen Version. Inzwischen gibt es schon Firefox 32. Ja, hat keinen großen Unterschied zur 31er-Version. Mit der 30er-Version wurde die Bedienoberfläche so ein bisschen umgestellt. Ja, Chromium ist dabei. Chromium hat einen App Store von Google und wer so die Google-Oberfläche und die dort zur Verfügung gestellten Google Apps mag, der wird vielleicht lieber Chromium nehmen. Ich mag lieber den Firefox, weil der auch in der Lage ist, mit dem Screenreader zusammenzuarbeiten und sprechen kann. Ja, dadurch können dann Blinde und Sehbehinderte auch die Webseite lesen. Das geht mit dem Chromium derzeit nicht. Adblock Plus und NoScript sind in Firefox integriert. Ja, noch vor anderthalb Jahren fanden das viele sehr lästig, dass man für jede einzelne Seite JavaScript und Plugins freischalten musste. Seit der Snowden-Affäre sieht das ein bisschen anders aus. Da ist das irgendwie plötzlich selbstverständlich, dass man nicht jedes Plugin und jedes Video sofort ausführt. Ja, also nach dem Start vom Webbrowser, ja, da ist er, muss man für so Seiten wie YouTube hier bei dem NoScript-Plugin auswählen, dass man hier Plugins erlauben möchte oder auch nicht. Ja, zusätzlich bei der Knoppix ist unten noch so eine Leiste, die anzeigt, wenn Plugins blockiert werden. Ja, und wenn irgendwelche aktiven Inhalte auf der Seite vorhanden sind, die vielleicht Passwörter sniffen möchten oder versuchen, das System zu analysieren oder vielleicht meinen Standort weitergeben wollen an irgendwelche Webseiten, das wird durch das NoScript alles verhindert und muss dann für jede einzelne Seite erstmal freigeschalten werden. Ja, das ist also ein Sicherheitsfeature. Wenn ich Online-Banking mache, dann würde ich dazu den Firefox mit eingeschaltetem NoScript verwenden und nur für die Banking-Seite das NoScript deaktivieren, damit dort die Java- oder JavaScript-Applets laufen können. So. Ja, und das Adblock Plus, das filtert halt aus diversen Webseiten die Werbung raus. Ja, der LX.de Desktop ist nach wie vor der leichtgewichtige Standard-Desktop unter Knoppix. Wenn man also nichts anderes angibt, dann startet der. Ganz einfache Menüstruktur. So aufwendige Sachen wie Desktop-Suche, wo man eine Datenbank generieren muss, die dann halb im RAM, halb auf der Platte gelagert wird, damit man Dinge schnell finden kann, hat der nicht. Ne? Das beantwortet auch die Frage, wo ist denn das Suchfeld? Das gibt es im LX.de nicht, weil das halt sehr, sehr heavy ist für das System, diese Datenbank immer aktuell zu halten. Wenn man das aber möchte, solche erweiterten Features und die größeren Desktops bevorzugt, weil man einen Rechner hat mit schneller CPU und viel RAM, kann man auch mit KDE oder GNOME booten. Die Bootoptionen wären entsprechend Knoppix Desktop gleich KDE oder Knoppix Desktop gleich GNOME für die GNOME-Variante. GNOME ist inzwischen so auf 3D eingeschossen, das startet gar nicht mehr, wenn die Grafikkarte kein Composite kann. Also auf schwächeren Grafikkarten startet statt dem GNOME Desktop dann doch lieber der LX.de. Ja, ansonsten hätte man nur ein leeres Bild, wo steht, dass der Start fehlgeschlagen ist. Deswegen habe ich das als Fallback so gemacht. Wenn GNOME nicht geht, dann wird wieder LX.de genommen. Ja, der LarsVM ist auch mit drauf. Ist ein etwas exotischer Window-Manager, der hier gar nicht mit drin steht. Der verwaltet die Fenster alle selber und setzt die selbstständig nebeneinander. Und dort kann man auch nicht Fenster verschieben oder auf andere Desktops legen. Wird eher selten gebraucht. Für Touchscreens ist es vielleicht ganz praktisch. Gut, Wine ist mit drauf. Das ist für mich Pflichtprogramm, weil es gibt Menschen, die nicht auf Windows-Anwendungen verzichten können.
Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Word. Word kann man relativ leicht ersetzen durch LibreOffice und Co. Ja, Anwender, die das alte Word kennen, die fühlen sich mit dem LibreOffice wohler als die mit dem neuen Word, mit diesen komischen Ribbons, wo noch keiner verstanden hat, wofür man die braucht, als Bedienoberfläche. Der Wine erlaubt es, dass man Windows-Programme unter Linux starten kann. Es gibt tatsächlich Windows-Programme, die ich auch selber benutze. Eigentlich nur zwei Stück. Das eine, das ist das Apophysis. Beziehungsweise ich habe es ja schon installiert auf meinem Rechner, könnte ich es auch direkt ausführen. Ja, jetzt startet also eine Art Windows-Emulation im Hintergrund, stellt die Windows-Services, die Windows-API zur Verfügung für dieses Programm Apophysis und es dauert immer so ein bisschen, es ist so eine Art Mini-Windows-Boot, der hier passiert, aber ohne ein einziges lizenzpflichtiges Windows-Programm dahinter. Das ist also die reine API. Und was man hier sieht, ja, ist ein Programm, womit man so hübsche Bilder zeichnen kann, die viel mit Mathematik zu tun haben, nämlich Fraktale. Und so ist auch das neue Hintergrundbild von der Knoppix entstanden. Das ist ein Fraktal, bestehend aus verschiedenen Algorithmen wie Julia-Menge, Mandelbrot und noch zwei andere Sachen, die diesen hübschen Raucheffekt erzeugen, der tatsächlich aus einer Formel entsteht. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man in diesen grünen Zahlen im Hintergrund den Quelltext für dieses Bild. Also ein Open-Source-Bild mit Quelltext included. Mit dem Quelltext, der dahinter steht, kann man das Bild in dem Open-Source-Windows-Programm Apophysis selber erzeugen. Ja, und wenn man nicht mit einem Scanner rangehen will und das lesen will, dann kann man auch auf der Knoppix im Verzeichnis Knoppix nachgucken. Da ist nämlich eine Datei mit der Endung .flame, background-source.flame. Ja, und das ist dieser Quelltext. Wenn man den in Apophysis reinlädt, dann entsteht genau dieses Bild. Und das kann man dann in verschiedenen Auflösungen nochmal rendern lassen. Ja, das sind für die verschiedenen Algorithmen die Parameter, für die Julia-Menge, für lineare Rotationsfunktionen, für Wellenfunktionen und ja, für die Farbanpassung und diese große Block hier unten ist die Farbtabelle, die verwendet wird, damit das diesen blauen Elektrospock-Dunst ergibt. Ja, das ist eine Windows-Programm, was ich gelegentlich verwende, ist kein so wichtiges und als ja, Selbstständiger bin ich in Deutschland verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung über Elster abzugeben, wofür es bisher sehr wenig Software unter Linux gibt und für die Einkommensteuererklärung gibt es unter Linux gar keine Programme. Das heißt, da bin ich quasi gesetzlich gezwungen, ein Windows-Programm zu verwenden, zumindest wenn ich keinen Steuerberater bezahlen will. Und dann nehme ich so ein Steuersparprogramm auf Windows-Basis, kostet 30 Euro und läuft wunderbar im Wine und unterstützt auch das Hochladen per Elster. Das sind also die beiden einzigen Windows-Programme, wo ich tatsächlich hin und wieder mal verwenden muss. Das eine nur einmal im Jahr und das Apophysis jedes Mal, wenn ich eine Knoppix-Version mit einem Fraktal dahinter generieren will. Dafür ist das Wine drauf, also nicht nur für mich, sondern auch generell, um Windows-Programme auszuführen. Und was so in den Schulbüchern teilweise an Windows-Software dabei ist, wo manche Lehrer meinen, sie können da absolut nicht drauf verzichten, diese Sachen sollten in Wine eigentlich ohne Probleme laufen. Mitunter muss man dort diese .NET-Umgebung nachinstallieren, die bei Windows mit dabei ist. Oder noch irgendwelche anderen Bibliotheken, die man aber kostenlos runterladen kann. Dafür gibt es ein Hilfsprogramm in Wine, was das automatisiert. Ja, VirtualBox ist mit drauf, Version 4.3.14, das war die damals aktuelle, und der QEMU KVM, den habe ich lieber als VirtualBox, weil er sich sehr schön skripten lässt. Dort kann ich also innerhalb von Knoppix nochmal Knoppix starten in eine Emulation oder ein Windows oder ein anderes Betriebssystem oder einfach mal so eine Linux-DVD live anbooten, ohne Gefahr zu laufen, dass die mir irgendwas auf dem System kaputt macht. Bei der VirtualBox ist ein Bug eingebaut. Ich weiß nicht, warum Oracle das so gemacht hat, aber das VirtualBox muss auf einem Kernel laufen, der genauso bittig ist wie das VirtualBox selber. Das heißt, wenn das VirtualBox in 32-Bit installiert ist, dann läuft das nur auf einem 32-Bit-Kernel. Das ist bei QEMU nicht der Fall.
Da kann ich also auch mit dem 64-Bit-Kernel ein 32-Bit-Betriebssystem starten oder ein 64 oder was auch immer. Das VirtualBox erlaubt es nicht. Das heißt, wenn ich das benutzen will, dann muss ich erstmal mit der Knoppix-Boot-Option starten, damit das VirtualBox nicht behauptet, es würde auf der falschen Plattform laufen. Das ist ein Bug, da kann ich leider wenig dran drehen. Den müsste Oracle irgendwann mal beheben, die das jetzt mittlerweile innehaben. Man kann damit leben. Ja, es ist halt blöd, dass man mit 32-Bit nicht das volle RAM zur Verfügung hat, wenn man einen Rechner hat mit mehr als 4 GB. Gut, Highlights, die noch vom letzten Jahr übrig geblieben und weiter drauf sind, weil wir ja im Moment so ein bisschen in der Umbruchphase sind, was das Bewusstsein angeht für Anonymität und Sicherheit im Internet. Das Tor-Netzwerk zum anonymen Surfen im Internet, das also bei Bedarf die eigene IP-Adresse vor der besuchten Webseite versteckt. Das ist eigentlich der einzige Sinn, den dieses Programm hat, die eigene IP-Adresse vor der Webseite zu verstecken. Das kann man nicht nur verwenden, um unter YouTube Videos anzuklicken, die in dem jeweiligen Land nicht von YouTube zur Verfügung gestellt werden dürfen. Man selber verstößt dabei auch gegen kein Gesetz. Ja, der Betreiber ist verpflichtet, diese Videos nicht anzuzeigen, wenn der Rechteinhaber das in diesem Land verbietet. Über das Tor-Netzwerk bekommt man eine IP-Adresse, die völlig zufällig ist, irgendwo auf der Welt verteilt. Und wenn man Glück hat, ist die in einem Land, was eben keine Restriktionen hat, was Zugriff auf bestimmte Inhalte angeht. Für Journalisten und Reporter ist es manchmal wichtig, dass sie nicht erwischt werden, wenn sie irgendwas Kritisches gepostet haben. Wir verwenden das auch sehr häufig, um Daten zu übertragen, sodass man ihre Herkunft nicht nachvollziehen kann. Ja, natürlich kann man Tor auch missbrauchen für kriminelle Dinge, das ist klar. Das ist wie bei den meisten Fällen so, dass es eine zweckneutrale Technologie ist, die man so oder so einsetzen kann. Und ich würde sagen, der Nutzen überwiegt, deswegen ist es auf der Knoppix mit drauf und lässt sich mit 2 Klicks aus dem Knoppix-Menü heraus aktivieren. Für Online-Banking würde ich es nicht verwenden. Ja, beim Online-Banking muss man sich authentifizieren und da sollte man auch von einer festen IP-Adresse kommen. Ja, beim Einkaufen wird es auch nicht viel Sinn machen, aber beim Recherchieren ist es mitunter sehr praktisch und eben auch, wenn man Journalist ist und irgendwelche politischen Artikel schreibt, um die Herkunft oder den Aufenthaltsort nicht zu verraten. Ja, der Desktop-Export via VNC und RDP für Remote Desktop Viewing. Ja, der ist auch, ja? Kannst du noch die Browser-Einstellungen kurz herzeigen? Ja. Genau, ach, dazu starten wir am besten mal den Knoppix-Stick Make Test. Ja, ich simuliere jetzt mal so einen Knoppix-Boot im KVM. Ja, da sieht man auch, wie das dann ablaufen sollte, wenn man vom Stick gebootet hat. Ja, als erstes kommt der übliche Bootscreen mit den Bootinformationen auf F2 und F3, ja, mit dem Hinweis auf die Knoppix-Tage, also Release vom 20.08.2014. Beim Starten sucht er sich automatisch den richtigen Kernel aus. Das wäre jetzt in diesem Fall, da ich hier mit einem 64-Bit-System gestartet habe, der 64-Bit-Kernel in der Emulation. Und dann schaltet er auf die Grafikkarte um, gibt die richtige Einstellung für die simulierte Grafikkarte und dann landen wir im grafischen LXDE-Desktop. Ja, und von dort aus können wir jetzt unsere neuen Features auch testen. So. Die ganzen Knoppix-spezifischen Sachen wie Tor und der Desktop-Export, die befinden sich alle im Knoppix-Menü. Ja, hier unten ist Tor-Proxy. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier durch den Firewall durchkommt, aber wir können es versuchen. Ja, mit Info und Verweis auf die Wikipedia-Seite, was Tor ist. Hinweis, Tor wurde gestartet. Dass er manchmal beim ersten Versuch nicht richtig durchkommt, das kann durchaus normal sein. Über den Netzwerkbetrachter sieht man dann, wer alles am Tor-Netzwerk aktuell teilnimmt. Bisher konnte er sich mit keinem Relay verbinden, also scheint das der Firewall hier zu verhindern, dass man ins Tor-Netzwerk reinkommt.
So, und die Konfiguration im Browser, die zeige ich auch. Im Falle des Firefox. Ja, manchmal hilft es auch, den Tor nochmal zu stoppen und nochmal zu starten. Dann kommt er mitunter weiter, verbindet zu einem Verzeichnis. Nee, aber ich glaube, da schlägt wirklich der Proxy quer. So, und genau, und hier haben wir unter Foxy Proxy eine Voreinstellung, und das ist jetzt nur in der Weizer Knoppix-Tage Edition so. Bei der 740er, die Public Online ist, habe ich das leider vergessen, diesen Button. Wird aber dann nachgeliefert in der nächsten Release. Also ihr habt es schon auf dem Stick drauf. Verwende Proxy Tor für alle URLs. Und wenn man das angeklickt hat, dann ist es auch schon fertig. Ab diesem Moment wird die eigene IP-Adresse durch die Nutzung des Tor-Netzwerks versteckt. Und wenn man auf irgendeine Webseite geht, seht ihr eine relativ zufällige IP-Adresse aus irgendeinem zufälligen Land. Ja, Google meldet dann manchmal, dass man von einer verdächtigen Adresse anruft. Dann muss man einen Capture auflösen. Ja, also das ist ein Zeichen dafür, dass es geklappt hat. Und wenn man es nicht will, kann man unabhängig davon, ob der Tor-Proxy läuft oder nicht, den Foxy-Proxy wieder deaktivieren. Ja, also wenn ich ihn aktiviere, dann wird ab diesem Moment alles, was ich eingebe und verschicke, über das Tor-Netzwerk geschickt, ja, was jetzt wohl wegen dem Firewall erstmal nicht geht. Gut, das ist also Tor zum anonymen Surfen im Internet. Für Lehrer sehr praktisch diese Desktop-Export-Funktion über VNC und RDP. VNC ist das unter Unix gebräuchlichere Protokoll, womit man Remote-Desktops angucken und auch steuern kann. RDP das unter Windows gebräuchlichere. Und da die Einrichtung von diesen beiden Diensten oft mit ziemlich langen Kommandozeilen verbunden sein kann, habe ich daraus ein kleines Skript gemacht, was in dem Knoppix-Menü untergebracht ist. Ja, also wieder auf Start Knoppix, Desktop zeigen und exportieren heißt das Ding. Auch hier wieder der Verweis auf die Wikipedia-Seite, wenn man sich etwas genauer informieren will, wie das funktioniert, wie die Technik dahinter funktioniert und so weiter. Ja, kann man aber überspringen zur Schnellkonfiguration. Das Einzige, was man selber festlegen muss, ist, ob für den Zugriff auf den eigenen Desktop ein Passwort notwendig ist oder nicht. Ja, meinen Desktop habe ich ja jetzt read-only freigegeben ohne Passwort. Das heißt, jeder, der im gleichen Netz ist, kann meinen Desktop beobachten. Ich muss erst also aufpassen, dass ich keine Passwörter eingebe und so. Hier kann man ein Passwort setzen. Ja, wenn man das freilässt, dann darf jeder ohne Passwortangabe. Die zweite Sache ist etwas kritischer. Möchte ich erlauben, dass man den Desktop auch steuern kann? Ja, das könnte ich zum Beispiel machen, wenn ich einen Desktop-PC habe, der an Beamer angeschlossen ist und ich möchte den gerne über mein Handy oder Tablet, während ich im Saal rumlaufe, steuern. Ja, dann kann ich diese Funktion freigeben. Da sollte man dann ein Passwort setzen, damit die Schüler das nicht auch machen können. Und damit ist es dann möglich, diesen Desktop aus der Entfernung zu bedienen. Über eine grafische Oberfläche kann man dann alle Funktionen ausführen, die man auch lokal am Rechner machen kann. Da ich das im Moment in der Virtualisierung habe, sollte das nichts ausmachen. Das heißt, ich komme im Moment sowieso nur von meinem eigenen Rechner aus dran. VNC-Server starten und das war schon die ganze Konfiguration. Am Schluss zeigt uns das Tool noch an, welche IP-Adresse verwendet werden kann, um jetzt auf den Desktop zuzugreifen. Ja, da ist es 10.0.2.15, interne IP-Adresse auf meinem Rechner. Ja, das wäre jetzt das, was man den Schülern sagt, geht auf diese Adresse mit eurem Remote-Desktop-Viewer und dann könnt ihr sehen, was ich auf dem Bildschirm habe. Ja, ganz praktische Funktion, über die man auch ohne Beamer mal Unterricht halten kann, wenn die Schüler alle ein Tablet oder ein Notebook dabei haben und sehen wollen, was ich auf dem Bildschirm habe. Frage, ja? Wie funktioniert das dann mit zwei Bildschirmen? Exportiert er den ganzen Desktop oder kann man das... Also diese einfache Version exportiert den ganzen Desktop, also alle Bildschirme auf einmal. Wenn man das nur einzelbildschirmartig machen will, dann muss man wieder in die Kommandozeile und Optionen eingeben. Oder ich müsste ein Menüchen einbauen, wo man dann sagen kann, welchen Bildschirm man macht. Na, ich habe es halt hier versucht, so einfach wie möglich zu halten, wirklich nur nach einem Passwort zu fragen und Steuerung erlauben, ja oder nein.
damit diese Hemmschwelle weg ist. Ich muss irgendwas zu konfigurieren. Wäre vielleicht einmal ganz interessant, das Angabe deshalb, weil ja, wenn ich einen Beamer habe, eh schon zwei Monitore habe. Ja, wobei ich das meistens auf den gleichen lege, dass ich halt auf meinem Bildschirm das gleiche sehe auf, wie auf dem Beamer, oder ich habe tatsächlich zwei physikalische Bildschirme nebeneinander und der eine hat einen KVM-Switch. Ja, dann geht das auch. Generell diese Sache mit den mehreren Monitoren, haben wir auch hier unten drin, der Screen Layout Monitor. Ja, da habe ich jetzt im Moment meinen lokalen Bildschirm, den LVDS und den HDMI 0. Und so wie sie jetzt übereinander gelegt sind, habe ich das gleiche Bild auf dem Beamer wie auf meinem Notebook. Ja, da das relativ häufig gebraucht wird, ist es hier unten in der Haupttaskleiste drin. Ja, es gibt unter KDE oder GNOME bei beiden auch so einen Desktop-Exporter, der etwas aufwendiger gestaltet ist, wo man diese ganzen Zusatzoptionen dann einstellen kann, welcher Bildschirm wo und wie und gedreht oder skaliert und so weiter. Aber der ist dann schon wieder etwas komplizierter. Für die Gnopix wollte ich es möglichst einfach halten, sodass man das, was man gerade auf dem Bildschirm hat, den anderen zeigen kann. Ja, und vielleicht für Remote-Administration freigeben, sodass man auch über das Netzwerk darauf zugreifen kann, dass man also von außen auf dem Rechner irgendwas machen kann und der davor sitzt, kann zugucken, was passiert. Ja, das ist eine Auftragsarbeit gewesen von der Zeitschrift Chip. Ich weiß nicht, ob es die auch in Österreich gibt, müsste es eigentlich am Kiosk. Sollte die heute erschienen sein mit der Version 7.4.0 und die wollten diesen Windows-Virenscanner als ein Highlight drauf haben, womit man dann auch auf Windows-Viren den eigenen Rechner überprüfen kann, ohne dass ein Windows läuft, was verhindert, dass man die Viren löschen kann. Und da bei Virenscannern das Scannen überhaupt keinen Sinn macht, wenn die Datenbank veraltet ist, habe ich hier einen Updater vorgeschaltet, der zunächst einmal die Datenbank aktualisiert. Ja, also die Windows-Viren-Datenbank aktualisiert und dann erst den eigentlichen Scan-Vorgang startet. Das ist der Klammer, das ist der bekannteste freie Windows-Viren-Scanner. Könnte man mal auf eine Windows-Partition loslassen und gucken, was er da so alles an Viren findet und dann löscht oder unter Quarantäne stellt, wahlweise. Das was? Genau, das FreshClam, das startet dieses Skript nämlich automatisch, genau. Ja, ich zeige das mal. Bei der Chip-Version ist es direkt auf dem Desktop drauf und bei der Public-Version ist es im Knoppix-Menü, Klamm auf Virenscanner starten. Ja, der teilt dann auch mit, dass er gleich so seine 100 bis 200 MB Daten runterladen wird, um die Virendatenbank zu aktualisieren. Der zeigt auch immer an, was er gerade macht. Ja, das klappt auch, das heißt, das geht über den Proxy nach draußen, ist wahrscheinlich über HTTP und dann sieht man halt, wie er so die Datenbank so langsam aktualisiert. Ja, dieses Fensterchen ist selber programmiert, es ist also in dem normalen FreshClam oder dem ClamTK so nicht drin. Dort muss man einfach warten und hier kann man halt zugucken, was er gerade tut. Ja, das wird jetzt ein Weilchen laufen. Also hier wird der Update der Virendatenbank vor dem Scannen erzwungen und das ist auch ganz gut so, denn ansonsten macht es keinen Sinn, weil Viren notorisch neuer sind als die Virenscanner. Gut, oh, habe ich doppelt drauf. Ja. Samba Netzlaufwerk Mountain, ja, weil immer wieder die Frage kommt, wie kann ich mit einem Knoppix auf meinen Windows-Computer zugreifen oder mich verbinden? Damit ist, wie ich inzwischen weiß, einfach der Zugriff auf die Festplatte gemeint. Das heißt, man gibt unter Windows ein Laufwerk frei über SMB und mountet das unter Linux. Und dafür kann man dieses simple Mount-Utility SMB Mount Knoppix verwenden, was im Knoppix-Menü ist, das Netzwerk scannt, guckt, ob dort irgendwelche Windows-Freigaben sind und diese dann optional an irgendeine Stelle im Dateisystem mountet. Das kann man parallel machen. Netzlaufwerk suchen und mounten. Ja, das scannt dann das lokale Netzwerk, sollte eigentlich hier nichts finden, weil wir in einer virtuellen Umgebung laufen. Und dann die Network-Shares anzeigen. Und wenn man eine davon anklickt, wird die gemountet und man hat dann Zugriff auf die Dateien, die von Windows freigegeben werden.
Ja, über Bitcoins könnte ich einen eigenen Vortrag halten, mache ich vielleicht auch noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Sehr interessante Sache. Im Jahr 2011 hat das angefangen, populär zu werden, eine elektronische Währung, die aus dem Netzwerk generiert wird. Ja, also die Währung, das Geld wird quasi erzeugt von allen, die am Netzwerk teilnehmen, die einen einigermaßen leistungsfähigen Computer haben. Damals kostete ein Bitcoin 50 Cent etwa. Ne? Und da gab es Leute, die haben sich eine Pizza für Tausende von Bitcoins gekauft und waren froh, dass man, obwohl die Währung damals eigentlich nichts wert war, doch dafür was kaufen konnte. Ja? Die, die es nicht wissen, was schätzt ihr denn, was ein Bitcoin heute wert ist? Du weißt es aber schon. Ja, dann sag's. Ja, es sind jetzt 400 Euro. Ja, hätte ich damals 1000 Bitcoins gekauft für ein paar Euros, dann wäre ich heute schon schwer reich. Naja, kann man halt vorher nicht wissen. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Bezahlsystem, weil es keine Bank oder keine zentrale Instanz benötigt. Es gibt Apps für Smartphone, wo man sehr leicht Bitcoins hin und her transferieren kann. Und es gibt diverse Börsen, wo man es einfach gegen Euros tauschen kann. Ja, auch größere Beträge. Das Rechnen von Bitcoins lohnt sich heute mit Standard-Hardware eigentlich nicht mehr so. Das heißt, man braucht schon einen sehr speziellen Computer. Ja, ich habe mal so ein Ding mitgebracht. Das zeigen wir dann nochmal beim Thema Raspberry Pi. Dieses Ding berechnet 300 Millionen Mal in der Sekunde eine SHA 256-Checksumme. Ja, hat also die Leistung von etwa 10 Grafikkarten. Aber nur einen Stromverbrauch von 2,5 Watt. Und das ist jetzt schon veraltet. Man braucht also etwas, was mindestens 100 Mal so schnell ist, um mit Bitcoins Gewinn zu erwirtschaften. Ja, deswegen habe ich es auch bei mir ausgebaut, weil die Stromkosten dafür schon höher sind als der zu erwartende Gewinn an Bitcoins. Heute ist es einfacher, man kauft Bitcoins, wenn der Kurs niedrig ist und verkauft sie wieder, wenn er hoch ist. Also das klassische Trading am Markt und als Bezahlung schwankt die Währung zwar noch ein bisschen, aber wenn man im Moment Bitcoins als Bezahlung akzeptiert, sind die Chancen gut, dass der Wert steigen wird. Weil es werden insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins generiert werden. Danach ist Schluss. Das heißt, die Deflation, also die Wertsteigerung der Währung, ist eigentlich vorprogrammiert. Und obwohl es jetzt auch schon viele Bitcoin-Varianten gibt, wie Litecoin, Dogecoin und andere, scheint es so zu sein, dass der Bitcoin im Moment so als die Basiswährung dient und die anderen Coins dann oft gegen Bitcoin getauscht werden, weil man dort die besseren Wechselraten hat. Also eine sehr interessante Währung und um damit auch handeln zu können, beziehungsweise unter Linux auch so ein Wallet anzulegen, also eine elektronische Geldbörse, um Bitcoins zu verwalten, was ja auf einem verschlüsselten USB-Stick ganz praktisch ist. Ne? Knoppix unterstützt ja Verschlüsselung. Gibt es den Bitcoin Core 0.9.2.1 Client, das ist der aktuelle. Allerdings verwaltet diese Bitcoin-Börse sämtliche bisher abgelaufenen Transaktionen und das ist eine Datei, die ist inzwischen schon über 20 GB groß. Also das ist nur bei USB-Sticks größer, gleich 32 GB sinnvoll oder bei USB-Festplatten. Der braucht am Anfang schon eine Weile, bis er diese Blockchain runtergeladen hat. Ja, das heißt, jeder Teilnehmer, der so einen Bitcoin-Client hat, kann sämtliche Transaktionen im Netz nachvollziehen und wenn er selber Bitcoins generiert, landen die auch in dieser Bitcoin-Chain und die wird über das Netzwerk verteilt, sodass diese Transaktionen dann auch bestätigt werden können von anderen. Für Smartphones sind die Clients etwas geringer, die beinhalten dann nur die Transaktionen, die für die eigene Geldbörse relevant sind. Da kommt man dann mit 1 bis 2 Megabyte aus. Bei dem großen Bitcoin-Client, da ist immer die ganze Transaktionskette mit drin und die wird halt im Laufe der Zeit schon sehr, sehr groß werden. Auch wenn man selber nur wenige Bitcoins oder gar keine besitzt. Ja, es gibt immer noch ältere Computer oder solche, die aus mysteriösen Gründen sich weigern, von bestimmten USB-Sticks zu booten. Die müssten per DVD oder einer CD gestartet werden. Früher habe ich das als separates Image angeboten und habe ich mir gedacht, naja, wenn man sich eh in so ein DVD-Image runtergeladen hat, dann könnte ich das ISO, was nur den Kernel enthält und ein Skript zum Ausprobieren der USB-Ports, doch direkt in das ISO reinpressen. Habe ich dann auch gemacht. Deswegen ist das ab der Version 7.4 standardmäßig mit dabei. Ja, wenn man also in den Ordner Knoppix geht auf der DVD, beziehungsweise
im Stick, dann findet man dort eine Datei bootonly.iso, ja, diese hier. Und die enthält ein Mini-ISO-Image, sodass man von CD starten kann bei eingestecktem USB-Stick und dann von CD booten und auf den Stick umschalten kann. Für ältere Rechner oder solche, die eben, wie gesagt, nicht von USB booten wollen. Mit der CD kann man wirklich nur booten, also da ist kein komplettes Knoppix drauf. Und da die immer zur aktuellen Knoppix-Version passen muss, macht es Sinn, die auch mit einfach zu liefern. Das kostet halt 15 MB extra auf dem Rohling. Aber das ist dann schon ein ganz praktisches Feature für ältere Rechner. Ja, experimentelle Unterstützung von UEFI-Boot, aber nicht Secure-EFI, also nicht Secure-Boot. Secure-Boot verlangt einen signierten Bootloader, da Microsoft meinen Bootloader auf keinen Fall signieren will. Muss man das Secure Boot abschalten, aber kann das UEFI eingeschaltet lassen. Na, in manchen Fällen sieht man das Bootmenü dann zwar nicht, aber man merkt, er bootet von Stick, er macht irgendwas und in dem Moment, wo die grafische Oberfläche startet, sieht man dann plötzlich alles. Also der UEFI Bootloader ist mit drauf, ohne Secure Boot, aber mit UEFI können Rechner damit starten. Und auch dort haben wir die automatische Umschaltung von 32 nach 64 Bit, je nachdem, welche Bitness der Computer hat. Bei Sticks oder bei Festplatten wird das UEFI öfter unterstützt als von CDs. Bei Mac ist es zum Beispiel so, der unterstützt bei CDs nur das Standard Legacy Boot und bei USB-Sticks das UEFI Boot, aber der zeigt keine Grafik an beim Booten. Erst dann, wenn die grafische Oberfläche startet, sieht man was auf dem Bildschirm, daher weiß ich das. So, dann zum Overlay-Image. Das haben wir ja letztes Jahr schon geändert. Hier nochmal zur Wiederholung, was man da machen kann. Um auf dem USB-Stick auch schreibbar Daten unterzubringen, also Konfigurationen zu speichern, eigene Daten, selbst installierte Programme, hat man zwei Varianten. Einmal, man kann ein Image anlegen. Das passiert beim Installieren von dem USB-Stick automatisch. Allerdings bei FAT32, also wenn man den Stick nicht neu formatiert oder partitioniert, ist man auf 4 GB Daten limitiert. Das ist für moderne Sticks sehr wenig. Also es gibt ja heute schon Sticks mit 128 GB oder sogar schon 512 GB. Und wenn man dann nur 4 GB eigene Daten abspeichern kann, das ist etwas schade, eine Platzverschwendung. Eher empfohlen ist, den Stick umzupartitionieren. Das heißt, es wird eine zusätzliche Linux-Partition angelegt, die mit dem Riser-Filesystem formatiert wird, einfach weil sich das beim Hochfahren automatisch repariert, ohne dass man irgendeinen Filesystem-Check zu Gesicht bekommt. Ich hätte auch X3 oder X4 nehmen können, aber die gehen leider beim Runterfahren durch Ausschalten statt korrekt runterfahren öfter kaputt als das Riser FS. Deswegen belasse ich es bei dem etwas älteren, aber doch sehr zuverlässigen Riser FS-Filesystem. Ja, da haben wir keine Limits, wie groß die Partition und das Dateisystem sein kann. Da können wir also auch terabyteweise Daten schreiben, also auch auf Festplatten. Erfordert halt, dass man den USB-Stick entsprechend umpartitioniert. Ja, so sieht das dann aus. Wenn irgendeine Datei gelesen wird, dann wird zunächst mal in dem Overlay oder auf der Linux-Partition geguckt, ob es die Datei schon gibt. Falls nicht, kommt die aus dem Read-Only-Bereich, also aus unserem komprimierten Bereich. Und falls die Datei schon mal geschrieben wurde, dann liegt die in dem Knoppix-Data.image oder auf der Linux-Partition und kommt von dort. Das ist also dieses Stacked-File-System AUFS, was zwei Datenbereiche übereinander legt, den Read-Only-Bereich und den Read-Write-Bereich. Also alle Änderungen landen hier und alle Originaldaten befinden sich unverändert in diesem Read-Only-Bereich und können von dort auch aus jederzeit wieder restauriert werden, falls man sich mal was zerschossen hat. Ja, da das Verfahren so aussieht, habe ich mir gedacht, warum können wir das dann nicht so machen, wenn wir Daten austauschen, also ein Knoppix-Upgrade machen, müssen wir ja eigentlich nur das hier unten austauschen. Das heißt, den Kernel und diese Read-Only-Daten mit den ganzen Programmen. Weil man ändert die Programme ja eigentlich nicht, sondern schreibt nur Konfigurationsdateien, legt Dokumente an, lädt sich was aus dem Internet runter und das landet im RW-Bereich. Das heißt, wenn wir diesen Read-Only-Bereich einfach austauschen, hätten wir eine sehr einfache Upgrade-Möglichkeit, ohne die privaten Daten, die auch verschlüsselt sein können, überhaupt anzufassen. Und das führte zu dem neuen Flash Knoppix Installer. Der hat einige neue Features, die man erst auf den zweiten Blick vielleicht sieht.
Einmal ein Safety-Feature, nämlich die Abfrage, ob die Installation auch auf Festplatte erlaubt sein soll. Ja, das heißt, Szenario, man hat sich die DVD runtergeladen, möchte die jetzt auf einen USB-Stick installieren, startet im Knoppix-Menü, Knoppix auf Flash installieren und dann kommt das da. Ja, Installation nur auf Wechselmedien erlauben. Das überprüft, ob dieses Removable Flag gesetzt ist auf dem Gerät. Ja, Vorsicht, einige USB-Sticks sind selten, aber es gibt sie. Die haben dieses Removable Flag nicht, das heißt, die melden sich als Festplatten an. Dann erscheinen die nicht in der Auswahlliste. In dem Fall müsste man erlauben, Installation auch auf internen Festplatten erlauben. Und das zeigt dann die komplette Geräteliste. Wenn man den ersten Punkt nimmt, dann werden die internen Festplatten auf jeden Fall ausgeblendet. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum ich das jetzt eingeführt habe, obwohl es ein Schritt mehr zur Installation ist. Auf der CeBIT kommen ja immer Leute an unseren Stand und fragen, ob man ihnen mal eben Knoppix auf einen USB-Stick installieren kann. Sie haben ihren eigenen Rechner dabei, sie haben schon von DVD gebootet und Stick steckt drin. Und dann frage ich nochmal, heißt der USB-Stick wirklich Seagate 350 GB? Dann kommt ein heftiges Nicken, ja, ja, drauf. Ja, und dann ist es meistens schon zu spät. Ja, deswegen dieses Feature, das überprüft, ob der Stick tatsächlich etwas ist, was man entfernen kann. Wenn man das auswählt, dann werden die internen Festplatten gar nicht erst angezeigt und damit bin ich dann auch auf der sicheren Seite. Gut, das heißt, als nächstes kommt die Auswahl des Datenträgers. In dem Fall only removable, also nur die Wechseldatenträger, kommen dann nur angesteckte USB-Flash-Disks. Ja, SDB und SDC ist vom Namen her die zweite Festplatte am ersten Controller. Ja, SDB, SDC ist die dritte und so weiter. Also je nachdem, wie viele Sticks drin stecken, werden die dann angezeigt. Der Name des Herstellers bzw. das, was der Hersteller dort als Name der Festplatte oder des Sticks angegeben hat, der erscheint in dieser Liste ebenfalls. Und die Kapazität, die das Gerät insgesamt hat, so kann man sich auch ein bisschen orientieren, falls man mehrere Sachen angeschlossen hat und ist sich nicht ganz sicher, ob der Stick wirklich 2 Terabyte hat oder ob das vielleicht doch die Festplatte ist, sieht man das auch in der Liste. So, weiteres Feature ist das, was ich vorhin genannt habe. Man kann alte Knoppix-Versionen jetzt auch upgraden. Also Verfahren wie immer, man bootet von DVD, läuft dieses Installationsverfahren durch. Knoppix erkennt dann auf dem ausgewählten Stick, da gibt es schon ein FAT32-Dateisystem, also offensichtlich sind da Daten drauf. Das ist schon mal was Interessantes zu wissen, dass das kein leerer Datenträger ist. Und er sagt auch, falls es schon ein installiertes Knoppix-System gibt, das erkennt er an dem Ordner Knoppix, der auf dem Datenträger drauf liegt, inklusive Inhalt. Und ob eine Overlay-Partition dort eingetragen ist, das erkennt er ebenfalls, oder ein Overlay-Image, und gibt diese drei Informationen aus. So kann man sich auch orientieren, dass man gerade einen Stick flasht, auf dem schon mal ein Knoppix drauf war oder ist. Und dann hat man drei Varianten. Ja, die erste wäre, nur die persönlichen Daten behalten, nämlich das eigene Heimverzeichnis, ja, Einstellungen für den Desktop, runtergeladene Programme, aber nichts, was man nachträglich im System installiert hat. Das ist die sichere Variante. Da kommt er dann auch nicht mit den Bibliotheken und irgendwelchen Dependencies durcheinander. Zweite Variante wäre, alle Änderungen, die man bisher am System vorgenommen hat, behalten, inklusive selbst installierte Programme. Das ist deswegen nicht empfohlen, weil diese Programme vielleicht nicht mehr zu dem neuen System passen. Neuer Kernel, neue libc und so weiter. Und dann passen nicht alle Programme, die man vielleicht installiert hat. Aber wenn man etwas installiert hat, was man nicht so leicht wieder neu installieren möchte, dann kann man diese Variante ausprobieren. Schlimmstenfalls gehen diese Programme dann trotzdem nicht und man muss sie neu installieren, wäre aber auch eine Variante. Und die letzte wäre, das frühere Verhalten von dem Flash Installer, alles löschen, von vorne anfangen, alle alten Daten gehen dabei verloren. Wenn man diesen Punkt H auswählt und hat das Overlay verschlüsselt, dann muss er an der Stelle nach dem Passwort fragen, denn er muss ja alles löschen, was nicht im Heimverzeichnis liegt. Das ist also die einzige Stelle, wo er beim Upgrade nach einem Passwort fragen muss. Ja, wenn man diesen Punkt auswählt, alles behalten, dann kann er das Overlay einfach so lassen, wie es ist, inklusive dem Verschlüsselungspasswort. Und bei alles löschen braucht er sich auch nicht darum zu kümmern, wie das verschlüsselt war, weil er es platt macht und neu anlegt. Gut, also Upgrade nach der empfohlenen Art wäre die Auswahl, nur die persönlichen Daten behalten.
Ja, und dann kommt, wenn man jetzt gesagt hat, ich möchte alles platt machen, wieder die Auswahl mit Overlay-Partition, also Stick neu partitionieren, eigene Partition für Linux-Daten anlegen oder den Stick oder die Kamera oder was auch immer man über USB angeschlossen hat, was sich als Festplatte meldet, so lassen, wie sie ist und auf einem FAT32-Dateisystem installieren. In dem Fall wird eine Overlay-Datei angelegt und nicht neu partitioniert, das heißt, die alten Daten bleiben dabei erhalten. Oder, letzte Variante, überhaupt kein Overlay, dann hätte man ein Read-Only-System. Obwohl es von Stick läuft, ist es dann unveränderlich, weil kein schreibbarer Bereich definiert wird. Ja, bei den Overlays gibt es bei dem Overlay-Image, da hatte ich X2 genommen, ich weiß gar nicht mehr warum, eigentlich hätte ich da auch ReiserFS verwenden können. Da das nicht so groß sein konnte, Limit auf 4 GB, dauerte der Filesystem-Check beim Booten auch nicht allzu lange. Jetzt mit den größeren Partitionen ist ReiserFS besser, weil das schon Tausende oder Hunderttausende von Dateien sein können, die man darauf anlegen kann. Da würde ein Filesystem-Check auf X2 schon so 10, 20 Minuten dauern. Das spare ich mir dadurch, dass ich ReiserFS verwende. Gut, als nächster Schritt kommt dann die Einstellung der Größe des Overlays mit so einem Slider, wo man dann auswählen kann, wie groß die Daten sein können. Er lässt so circa 200 bis 400 MB zusätzlichen Platz auf der ersten Partition. Man möchte ja vielleicht irgendwann nochmal upgraden und das könnte sein, dass das neue Image dann größer ist als das alte. Deswegen reizt er den restlichen Platz nicht komplett aus. Zeigt also nur eine kleinere Größe an, als tatsächlich noch vorhanden ist. Ja, also die Knoppix selber ist 4 GB groß, ziemlich genau. Und auf einem 8 GB Stick sollten dann noch ungefähr 3,5 GB zur Verfügung stehen. Er lässt hier aber nur 2,9 GB zu, ja, damit er noch ein bisschen Platz hat auf der ersten Partition für Updates. Ja, und wenn das alles fertig ist, dann fängt er an, die Daten zu übertragen, entweder von der DVD auf den Stick oder von einem Stick auf den anderen Stick. Und das kann ein bisschen dauern, damit man in der Zeit noch weiterarbeiten, ein Spiel spielen oder im Internet surfen kann, macht er das mit den Optionen NICE-10 und IO-NICE-C3. Die sorgen dafür, dass das System möglichst wenig durch das Schreiben auf USB-Stick belastet wird, dass also keine Ruckler entstehen sollen. Gerade das IO-NICE sorgt dafür, dass nur in den Momenten geschrieben wird, physikalisch, in denen niemand anders versucht, auf Datenträger zuzugreifen. Dadurch dauert es mitunter etwas länger mit dem Schreiben, aber das System ist nach wie vor flüssig bedienbar. Ja, und wenn es fertig ist, hat man einen bootfähigen Knoppix-Stick. Und was neu ist in der Knoppix-Tage-Edition, das ist also noch nicht online, ist dieser Batch-Modus. Zum Beispiel kann man damit 10 USB-Sticks gleichzeitig flashen. Das ist gerade, wenn man einen Kurs halten will und braucht viele Sticks, ganz praktisch. Dann nimmt man sich so einen 10-Port-USB-Hub, ja, am besten mit USB-3-Input und USB-3-Output oder auch nur USB-2-Output. Ja, Hauptsache, es gehen genügend Daten mit rein. Steckt 10 Sticks an, das wären dann SDB bis SDK im Linux-Jargon. Und dann lässt man dieses kleine Skript laufen. VIN, BCDE, FG, HIJK, DO. Und dann kommt das Flash-Knoppix im Batch-Modus. Und da gibt es jetzt neue Optionen. Minus F ist Force, damit wird erzwungen, dass alle Fragen mit Ja beantwortet werden. Das heißt, es kommt niemals ein Dialog, der einen fragt, wie oder was man dort überschreiben möchte, sondern er macht einfach. Ja, M-M ist der Modus, P steht für Partitionieren, das heißt, er partitioniert den Stick automatisch um. Minus P2500 sagt, ich möchte als Overlay-Partition 2500 Megabyte reservieren, ja, das wäre für einen 8 GB Stick praktisch, und dann kommt das Gerät, auf dem installiert werden soll. Durch diese Vorschleife habe ich die Variable I mit den Werten B bis K belegt. SD$I wäre dann entsprechend SDB bis SDK. Und am Schluss kann man dann angeben, wo die Daten sind, die er installieren soll. Das kann ein eingesteckter Knoppix-Stick sein, da muss man gar nichts angeben, den findet er automatisch. Es kann auch eine ISO-Datei sein, also wenn man sich was frisch runtergeladen hat, möchte das jetzt nicht erst booten von dem ISO und dann von dem ISO flashen, sondern direkt auf Stick installieren, kann man diese ISO-Datei direkt dahinter angeben. Ja, es ist also auch die Möglichkeit, aus einer ISO-Datei einen Knoppix-Stick zu erzeugen, ohne von der DVD zu booten.
Und das Kaufmanns-Und dahinter ist ganz wichtig. Das sorgt dafür, dass dieser Prozess parallel läuft. Er startet jetzt also wirklich 10-mal das Flash-Knoppix, jeweils mit einem anderen Datenträger. Und dann schreibt er parallel 10 USB-Sticks. Die Dialoge erscheinen schon, man sieht also immer, wie weit er ist, aber Fragen werden keine gestellt. Ja, und diese Devices werden dynamisch angelegt. Also wenn man mehrere USB-Hubs kaskadiert, dann kann man auch 100 oder 200 USB-Sticks gleichzeitig flashen. Irgendwann ist die Bandbreite vom USB-Bus ausgeschöpft, dann wird es doch etwas langsamer. Aber ja, so nach meiner Erfahrung mit USB-3-Hubs, mit USB-2-Sticks, läuft das mit der Geschwindigkeit, die Sticks haben. Das heißt, 10 Sticks zu flashen ist nicht langsamer als einen Stick zu flashen, ja, solange der Input schnell genug ist. Also ich gehe mit USB 3 rein und gehe mit USB 2 wieder raus. Ja, also praktische Variante, um mal eben schnell massenweise Sticks zu erzeugen. Ja, das Adriane-System, also das Subsystem für blinde und sehbehinderte Computerbenutzer, hat auch einige Neuerungen. Der Textbrowser E-Links muss immer mal aktualisiert werden. Der kann ja auch JavaScript und dementsprechend muss er auch immer die neuen JavaScript-Features bekommen. Vorlagen zur Mail-Konfiguration mit Matt, um sich einen Mail-Account einzurichten, sind mit drin, sodass man weniger Handarbeit verrichten muss. Dann ist im Scan-Programm Adriane OCR eine automatische Blattlagenerkennung drin. Ja, man muss jetzt also nicht mehr das Blatt so positionieren, dass es von oben nach unten gelesen wird, sondern er sollte automatisch erkennen, wie rum es richtig liegt und dann auch vorlesen. Und das Tastaturlernprogramm Karl, das hatten wir allerdings letztes Jahr schon, hat ein paar Bugfixes bekommen im Adriane Audio Desktop, sorgt dafür, dass man sich als Anfänger, also als blinder Computeranfänger selber beibringen kann, was auf der Tastatur draufsteht. Zielpublikum von Adriane sind ja vor allem blinde Computeranwender, die Einsteiger sind und die nicht schon Windows vorbelastet sind und jetzt erwarten, dass alles unter Linux genauso läuft wie unter Windows, sondern die vielleicht das erste Mal am Computer sitzen und noch gar nicht wissen, was auf den Tasten draufsteht. Die sollen mit Adriane die Möglichkeit haben, sich den Computer selber beizubringen und möglichst einfach zu bedienen, ganz anders als das bei grafischen Desktops funktioniert. Ja, und eine Neuerung, inzwischen haben wir es raus, warum der Firefox nicht mit dem grafischen Screenreader zusammen funktioniert hat. Da fehlten ein paar Bibliotheken bzw. Symlinks. Ja, das hat ein Anwender auf der Firefox-Mailingliste rausgefunden und dann gepostet, wie es geht. Und seitdem funktioniert es auch wieder mit Adriane. Wenn man dort auf den grafischen Desktop wechselt, um mit dem grafischen Screenreader Orca zu arbeiten, kann man auch wieder Firefox starten und Firefox spricht dann auch wieder die Webseiten, liest vor, wo man gerade ist. Die Adressleiste wird vorgelesen, die Menüs und so weiter. Lässt sich also jetzt auch wieder mit Orca zusammen bedienen. Gut, known bugs. Manche Dinge lassen sich nicht ad hoc reparieren, sondern brauchen ein bisschen oder liegen außerhalb meines Einflussbereichs. Beim Knoppix Terminal Server haben wir gestern rausgefunden, wo dieser Bug ist. Ja, der inkludiert einige Module für Netzwerkkarten nicht richtig. Der Bug ist repariert und ich lade dann ein neues Paket hoch. Das kann man sich dann auf der Knoppix Online nachinstallieren, falls man den Terminal-Server brauchen sollte. Andere Bugs müssen die Compiz-Entwickler beheben. Das eZoom-Plugin und das auf den Bildschirm zeichnen zeigen beim ersten Versuch Transparenzfarbfehler. Ja, beim auf den Bildschirm zeichnen ist zunächst mal die Schrift gar nicht sichtbar. Beim eZoom verschwindet die Maus, wenn man die Bildschirmvergrößerung einschaltet. Beides kann behoben werden, indem man kurzzeitig den Magnifier aktiviert, also die Bildschirmlupe mit der Tastenkombination Super M. Ja, also diese hier. Und die macht den Mauspointer wieder sichtbar und auch die Farben in dem auf den Bildschirm schreiben erscheinen dann. Ja, ist also ein Workaround, mit dem man noch ganz gut leben kann. Der Fehler war in Compiz 0.8 noch nicht drin, in 0.9 ist er neu und ja, Bug ist reported und jetzt müssen wir einfach gucken, wie lange die Entwickler brauchen, um den zu beheben. Und so lange kann man sich mit dem Workaround behelfen. Ja, was repariert ist gegenüber der Online-Version, sind die Programme DIA, also zum Zeichnen von UML-Grafiken und WX Maxima. Das startete nicht, weil eine wichtige Bibliothek gefehlt hat. Mea culpa. Johnny hat es als erster gefunden und das habe ich noch schnell repariert, 2 Tage bevor der Kurs losging. Und das funktioniert jetzt also auf Anhieb.
Gut, das war erstmal alles zu den Neuerungen von Knoppix. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne.